So, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal IK Invest. Mein Name ist natürlich auch heute Ingmar Königshofen und ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu der nächsten Kurzanalyse. Ja, heute wollen wir uns mal wieder den Baumwollpreis zusammen anschauen. Wir haben zuletzt schon einen ersten Trade auf Baumwolle eröffnet mit einem Discount-Call-Optionsschein. Aber ich sage es ja immer wieder, man darf nicht erwarten, wenn man in einen Markt einsteigt, dass dieser direkt dann in die erwünschte Richtung läuft, sondern man sollte immer demütig bleiben und sich klar machen, dass wir nicht die größten Player am Markt sind, sondern es gut sein kann und sehr wahrscheinlich ist, dass der Markt zunächst einmal um unseren Einstieg schwankt oder eben sogar etwas gegen uns läuft, bevor dann eine potenziell richtige, in unserem Fall richtige Richtung eingeschlagen wird. Auch das wird natürlich nicht immer geschehen, das muss auch klar sein. Es geht immer um erhöhte Wahrscheinlichkeiten und bei Baumwolle hatte ich zuletzt eine erste Position eröffnet mit einem Discount-Call-Optionsschein. Aber meiner Meinung nach bietet es sich jetzt an, eine weitere Tranche zu eröffnen, in diesem Fall dann mit einem anderen Discount-Call-Optionsschein, aber dazu nachher mehr. Bevor wir starten, natürlich wieder zunächst der Blick auf die rechtlichen Hinweise und natürlich noch der Hinweis, solltet ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert haben, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dies nachholen würdet. Einfach bei YouTube nach IK Invest suchen, falls ihr dieses Video auf einer anderen Plattform euch gerade anschaut. Und dann seht ihr meinen YouTube-Kanal, fast 5000 Abonnenten. Bin gespannt, ob wir diese nach dem Video knacken werden. Wir stehen jetzt bei 4980 Abonnenten, das freut mich natürlich. Alles interessierte Trader, die hier dabei sind. Von daher vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und wie gesagt, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, einfach nach IK Invest suchen und dann den Kanal entsprechend abonnieren. Ja, auch heute werde ich mir natürlich wieder zunächst verschiedene Vorfilter anschauen. Das Sentiment, die COT-Daten und die Saisonalität. Und anschließend schauen wir auf den Chart und eben das entsprechende Produkt, welches sich hier anbieten könnte. Das Sentiment, also die Marktstimmung, ist ja für mich ein klarer Kontraindikator. Ich sage es immer wieder, wenn die Marktteilnehmer sehr negativ sind, dann möchte ich eher einen Long-Einstieg suchen. Und wir sehen eben jetzt bei Baumwolle wieder einmal, dass die Marktteilnehmer sehr negativ eingestellt sind. Warum? Der Baumwollpreis ist zuletzt deutlicher gefallen und dann kommt natürlich immer wieder die Angst hoch und die Marktteilnehmer denken, jetzt fällt der Markt immer weiter. Und das ist eben für mich ein klarer Kontraindikator. Wir können uns auch mal anschauen. Anfang 2020 waren die Marktteilnehmer auch sehr pessimistisch. Danach ging es deutlich aufwärts. Mitte oder Ende 22, Anfang 23 waren die Marktteilnehmer auch negativ gestimmt. Was ist passiert? Es gab zumindest mal eine Seitwärtsbewegung, danach diesen Aufwärtsschub. Und interessanterweise hier, nachdem der Baumwollpreis dann deutlicher angezogen ist, waren die Marktteilnehmer bullig und danach ging es wieder abwärts. Es sei aber immer wieder dazu natürlich gesagt, dass das kein perfektes Timing-Instrument ist. Manchmal ja, zum Beispiel hier auch. Marktteilnehmer waren sehr bullig, danach ist der Preis geradezu eingebrochen. Aber man sieht eben auch, dass über einen längeren Zeitraum natürlich ein Sentiment bullig sein kann oder bearish und der Markt zunächst einmal noch weiter in diese Richtung läuft, bevor dann eine Gegenbewegung eingeläutet wird. Genau aus diesem Grund nutze ich eben nicht nur einen Vorfilter, sondern verschiedene, um zu versuchen, die Wahrscheinlichkeit immer mehr auf unsere Seite zu bekommen und das Ganze dann noch mit den passenden Produkten natürlich umzusetzen. Also die Marktteilnehmer zuletzt sehr negativ aufgrund der Tatsache, dass der Baumwollpreis hier gefallen ist. Das heißt also schon mal der erste Vorfilter zeigt mir an, dass die Long-Seite jetzt von Interesse sein könnte. So, dann schauen wir wieder auf die COT-Daten. Oben in schwarz wieder abgetragen der Baumwollpreis und unten in blau, das ist die Netto-Positionierung der Commercials. Und die Commercials, das sind ja, wie ihr wisst, die großen Produzenten und die großen Abnehmer, in diesem Falle von Baumwolle. Und hier habe ich jetzt mal einen sehr langfristigen Chart mitgebracht von 1989 bis zum aktuellen Zeitpunkt. Und man sieht eben, dass in diese Abwärtsbewegung hinein die Commercials ihre deutliche Netto-Short-Positionierung mittlerweile in eine deutliche Netto-Long-Positionierung umgewandelt haben. Und wenn man sich diese Historie hier mal anschaut, dann ist das die größte Netto-Long-Positionierung seit eben dieser Aufzeichnung, seit 1989. Und wenn wir solche Extreme sehen, wie zum Beispiel hier, danach gab es eine Aufwärtsbewegung, es ging noch mal etwas zurück, dann ein deutlicher Anstieg bei Baumwolle. Hier ebenfalls waren wir ungefähr auf diesem Niveau. Danach gab es eine deutliche Aufwärtsbewegung. Wir können mal weiter zurückschauen. Hier gab es auch eine solche Netto-Positionierung. Danach ging es deutlich aufwärts. Also immer dann, wenn solche Extremsituationen eingenommen werden bei der Netto-Positionierung der Commercials, sieht man, dass der Markt häufig anschließend in diese Richtung auch läuft.
Jetzt haben wir schon eben gesehen, das Sentiment ist sehr negativ. Also das würde ja schon dafür sprechen, sich auf die Long-Seite zu stellen. Jetzt sehen wir aber auch, dass die COT-Daten meiner Meinung nach als extrem bullig zu werten sind. Also die Commercials haben vor allem in dieser kurzen Zeit, wo eben der Baumwollpreis ja deutlicher eingesackt ist, ihre Netto-Short-Positionierung in eine extreme Netto-Long-Positionierung gewandelt. Also das ist für mich ein klar bullisches Zeichen. Und ganz interessant natürlich zuletzt, als der Baumwollpreis hier nochmal angestiegen ist, waren die Commercials deutlich Netto-Short positioniert. Danach ging es abwärts und jetzt in diese Abwärtsbewegung hinein wurde die komplette Netto-Short-Position aufgelöst und mittlerweile sind wir sogar Netto-Long und das sehr, sehr deutlich. Und das ist für mich natürlich ein klar bullisches Zeichen. Und wenn wir das, wie ich eben schon gesagt habe, jetzt kombinieren mit diesem negativen Sentiment, dann reicht mir das eigentlich jetzt schon aus, um eine weitere Discount-Call-Position aufzubauen. Aber wir schauen natürlich auch noch auf die Saisonalität. Und hier ja, verbessert sich das Bild jetzt natürlich auch. Ich hatte im letzten Video gesagt, man muss damit rechnen, dass der Baumwollpreis noch etwas weiter zurücksetzt, weil wir noch in dieser negativen saisonalen Phase sind. Aber diese negative saisonale Phase ist jetzt vorbei und der Markt könnte sich jetzt zumindest laut Saisonalität auch in der nächsten Zeit fangen. Und vor allem dann ab November bis dann in den März hinein haben wir eine ganz klar starke Saisonalität. Der Dezember, der stärkste Monat des Jahres. Also auch das saisonale Muster hat sich jetzt deutlich verbessert. Das heißt, insgesamt zeigen die Vorfilter meiner Meinung nach ja ganz klar an, dass die Long-Seite zu favorisieren ist. Vor allem diese dynamischeren Vorfilter mit den COT-Daten und dem Sentiment zeigen hier ganz klar das Long-Szenario auf. Und aber auch die Saisonalität, die etwas statischer ist, verbessert sich jetzt und wir halten im Kopf, bis Februar bzw. März nächsten Jahres haben wir eben diese positiv saisonale Phase. Genau aus diesem Grund habe ich dann auch ein Produkt rausgesucht, was eben bis in das neue Jahr hinein laufen wird. Jetzt schauen wir aber als letztes noch, bevor wir dann auf das Produkt eingehen, schauen wir nochmal auf den Chart und da sehen wir jetzt eben, dass der Baumwollpreis in einer wichtigen Unterstützung angekommen ist. Rund um 68 bzw. 67 sehen wir ja in der Vergangenheit ist der Baumwollpreis, ich zeichne das hier mal ein, ist der Baumwollpreis hier dann eben nach oben weggedreht. Dann hat er sich immer wieder in dieser Region hier aufgehalten, so zwischen 66 bis 70 und genau in diesen Unterstützungsbereich sind wir jetzt zuletzt zurückgefallen. Aus diesem Grund, auch aus charttechnischer Sicht, könnte es jetzt hier durchaus interessant sein, sich long zu positionieren, weil es hier eine Gegenbewegung geben könnte. Jetzt schauen wir eben als letztes auf den Discount-Call-Optionsschein, die WKN VD9CKF. Werde ich natürlich unterhalb dieses Videos wieder in die Beschreibung reinkopieren. Könnt ihr euch dann rauskopieren, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Und wir haben in diesem Falle einen Basispreis bei 55 und einen Cap bei 65. Das Schöne ist eben, das bedeutet im Klartext, dass der Markt von jetzt an seitwärts laufen könnte. Er könnte steigen oder sogar leicht fallen. Wir würden trotzdem eine sehr interessante Seitwärtsrendite von 19,5% auf die Laufzeit oder 40,68% PA erzielen können, wenn eben der Baumwollpreis am Ende der Laufzeit, und ich habe es eben schon gesagt, extra bis Februar nächsten Jahres gewählt, damit wir möglichst diese positive saisonale Phase auch mitnehmen können, sollte der Markt vorher nicht schon nach oben abdrehen, dann hätten wir eben die Möglichkeit, sollten wir am 7.2. über der 65 notieren im Baumwollpreis, dann kommt es zu der maximalen Auszahlung, Achtung, von einem US-Dollar. Das zeigt natürlich wieder einmal, dass es wichtig ist, hier den Euro-US-Dollar zu beachten. Und wir haben hier natürlich auch wieder den Fall, dass wir auf einen Future handeln. Also der Future ist nicht der, den wir uns eben angeschaut haben, sondern ihr seht das hier rechts, es ist der März 25 Future. Warum? Der Emittent weiß ja in diesem Falle, weil es kein Knockout-Produkt ist, dass dieses Derivat bis zum 7.2.2025 laufen wird. Erst dann verfällt es, entweder wertlos oder hat einen inneren Wert. Und dementsprechend kann natürlich als Referenz schon der März 2025 Future herangezogen werden. Jetzt sehen wir, wenn man sich das Ganze auf der Futures-Seite mal anschaut, der aktuelle Future notiert bei 66,34, der März 25 Future bei 68,76, also etwas höher. Wir haben eben gesehen, der Cap befindet sich bei 65. Das bedeutet also, der Baumwollpreis könnte von jetzt an, also der März 25 Future, seitwärts laufen. Er könnte steigen oder leicht fallen. Und wir würden trotzdem noch die eben angezeigte Seitwärtsrendite von 19,5% auf die Laufzeit mit diesem Produkt erzielen können. Ja, dann vielleicht noch mal ganz kurz zum Auszahlungsprofil. Ich habe es schon gesagt, sollte der März 25 Future über 65 notieren am Ende der Laufzeit, dann kommt es zu der maximalen Auszahlung von einem US-Dollar.
umgerechnet natürlich dann in Euro. Sollten wir unterhalb von 55 notieren, dann wäre es wie bei einem klassischen Call-Optionsschein, dann verfällt das Produkt wertlos und zwischen 55 und 65 wird dann die Differenz ausgezahlt. Nochmal, es ist kein Knockout-Produkt und man kann dieses Produkt natürlich börsentäglich handeln. Heißt also, sollte der Baumwollpreis jetzt hier an dieser Unterstützung, die ich eben aufgezeigt habe, nach oben abdrehen, dann werde ich die Position, die ich morgen eröffnen werde, sicherlich auch vorzeitig zunächst wieder rausnehmen und dann die andere, die noch laufende Position, laufen lassen. Aber dazu dann vielleicht in einem weiteren Video nochmal etwas mehr Details, wenn wir dann nochmal uns den Baumwollpreis anschauen. In diesem Falle erstmal werde ich diese Position morgen in verschiedene Depots von mir reinkaufen, weil ich es eben als sinnvoll erachte, aufgrund der verschiedenen Vorfilter und aufgrund der charttechnischen Konstellation in Kombination mit diesem Discount-Optionsschein, der uns ja sogar diese sehr interessante Seitwärtsrendite verspricht. Dann zum Abschluss noch der Hinweis, ihr habt vielleicht schon von meinem Telegram-Kanal gehört, dort geht es aber um das sehr aktive Trading von Discount-Optionsscheinen, nicht jetzt diese mittelfristigen Strategien, sondern sogar das Daytrading mit Discount-Optionsscheinen ist möglich. Dort zeige ich dann eben immer auf, welche Discount-Calls und Puts sich auf den DAX anbieten könnten und ab und an gibt es auch Live-Sessions, nicht zu viele natürlich, aber ab und an findet es auch statt und mittlerweile über 10% wurden in den Live-Sessions dort erwirtschaftet und diese Gruppe ist komplett kostenlos, also falls ihr da noch nicht dabei seid, einfach auf eurem Smartphone die Telegram-App herunterladen und danach IK-Invest suchen, der Gruppe folgen und dann bekommt ihr auch immer Infos zu den Trades, die eventuell stattfinden oder aber auch insgesamt natürlich interessante Informationen rund um das Trading, rund um das aktive Trading und es gibt auch immer wieder interessante Sonderkonditionen bei Brokern und so weiter. Also schaut einfach mal rein, wird euch hoffentlich dann auch gut gefallen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, morgen dann einen guten Start in den neuen Handelstag, in die neue Handelswoche. Wie gesagt, ich werde diesen Discount-Call dann morgen auch in verschiedene Depots von mir reinkaufen und jetzt wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.